Was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Und ja, heute, wieder mit Rekord bei Mobizen. Da ich, er hat mir gesagt worden, dass Screen 5 Plus Pro nicht so gute Soundqualität hat. Und deswegen heute ja nochmal mit Mobizen. Stehe ich hier vorne in der Ecke stehen. Rekord bei Mobizen. Und ja, und zwar habe ich die Bestrafung gemacht. Die Bestrafung, wir haben ja letztens eine Challenge gegen den Moses gemacht, die ist schon ziemlich lange her. Und eine Challenge gegen den lieben Nils. Und ja, die Challenge gegen Nils, die ist nicht ganz so lange her. Von der Challenge machen wir jetzt die Bestrafung. Und ja, wir werden jetzt einfach mal reinschauen, ihr werdet sehen. Ich wollte es extra nicht spoilern, deswegen schauen wir jetzt rein. Und ja, die Bestrafung gegen Challenge gegen Moses, die Bestrafung, die muss ich noch machen. Das ist jetzt die Bestrafung für Challenge gegen den Nils. Und zwar muss ich mein Dorf umbauen in so eine hier WTF Base, muss einen Angriff durchlaufen lassen und gucken, wie wir verkacken. So, er holt mir erstmal das ganze Dunkle, der. Nein, Leute, wie viel Dunkles da fließt, das ist einfach nur bitter. Der wird sich bestimmt freuen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schade, ich dachte, also ich weiß jetzt noch nicht, selber noch nicht ganz das Ergebnis. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass der hier auf Stratos versucht zu gehen, weil da habe ich mir ja meine ganze Verteidigung platziert. Und ja, wir werden es sehen. Und hier sind auch ganz viele Bomben platziert. Ich weiß nicht, ob ihr gerade im Nebenzimmer hört, zumindest spielt mein Bruder gerade im Nebenzimmer Gitarre. Wenn ihr das leicht im Hintergrund hört, lasst euch davon nicht stören oder wie auch immer. Ja, der König kann da zünden, der versucht, macht jetzt da ein paar Außengebäude weg, wahrscheinlich um die 5% zu schaffen. Schön zündet jetzt auch direkt sein König. Och, ist das bitter, Alter, aber tja, so sind Bestrafungen. Was ist es sonst bitte? Oh, 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 ihr seht's, alter Schwede. Er wollte eigentlich einen Lakai setzen, aber dann kam da ein paar Luftminen. So, Tesla, ja, ich habe ja alle Fallen platziert. Und wir werden einfach mal sehen, wie die Fallen abschneiden werden. Wir haben einen Stat-Fall Level 2. Der König räumt den noch schön auf. Der Lakai geht jetzt auch durch. Ja. Ja, ja. Ach man, ich wollte, bevor ich angriff, mir noch Truppen vor, damit ich was in der Clan Burg hab, aber das haben wir jetzt nicht gehabt und das ist halt ein Pech. Ich bin jetzt echt gespannt, ob der 50% schafft. Wenn ja, wie der das schafft. Ja doch, der holt sich hier schon durch. Ach, der holt sich das hier schon. Allein durch die ganzen Lager und so eine Scheiße. Ach, jetzt gehen ja auch die ganzen Bomben los. Komm, 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 ja, ja. Riesenbombe, Riesenbombe. Bam, 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 bam. Komm schon, go, 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 go. Bam, 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 bam. Das ist mal ein geiler Angriff. Und er gibt auf. Du dummer Sack, Alter. Hätte gerne bis zum Ende gesehen, wie es jetzt abgegangen wäre. Und ja, wir dürfen die Base jetzt zum Glück wieder umbauen. Der hat mir jetzt ordentlich was gestohlen. Aber die Bestrafung gegen den Nils ist gemacht. Und ja, die nächste Bestrafung kommt dann gegen den Moses, kommt dann irgendwann bald, was ich ja. Ach, wisst ihr was, Leute, wisst ihr was? Ich werde euch jetzt einfach mal sagen. Ihr dürft die Bestrafung gegen den Moses, jetzt hört echt gut zu, die Bestrafung gegen den Moses dürft ihr euch ausdenken. Ihr bestimmt, was wir gegen den Moses für eine Bestrafung machen. Entweder wir bauen irgendeine Base, entweder wir greifen mit bestimmten Truppen an. Oder. Und ja. Und ja, ich will mir übrigens auch nochmal zu sagen, da ist mit Screen Plus 5 und so eine Scheiße alles, die Tonqualität richtig fuck ist, Alter. Werde ich mir, wie gesagt, bald ein Mikrofon kaufen und ja, ich werde nochmal angreifen und ja, ich hoffe mit dem Mikrofon, dass ich dann. Ja, komm, nicht mehr mit. Ist nicht besonders viel, aber es ist alles so leicht zu holen. Ja, wir werden sich alle Truppen am besten einsetzen, wenn es geht. Ja, mit dem Mikrofon. Ja, weil ich brauche echt bessere Tonqualität. Tonqualität ist eigentlich das öfter angesprochene Thema auf meinem YouTube-Kanal. Immer Tonqualität ist schlecht und so eine Scheiße. Das ist echt kacke. Weil es für Handys keine richtigen, vernünftigen Aufnahmeprogramme gibt, weil, ja, das ist nicht so gut. Und deswegen, ja, müssen wir halt ein bisschen gucken. Und hoffen, dass ich dann mit Mikrofon aufnehmen kann und dass die Qualität dann auch besser wird und so. Werden wir sehen. Und ja, ich habe Bundesliga-News aufgehört, wie ihr es vielleicht gesehen habt. Ich habe die Videos auch davon gelöscht. Und ja, ich habe auch mal das Video, Plex HD, jetzt auch einen YouTube-Kanal aufgemacht. Link zur Plex HD haue ich euch mal in die Beschreibung. Und wenn ich dran denke, muss ich sagen. Und ja, der Plex HD zumindest, der macht, Clash of Clans. Und der kann mal drei Videos auf den Kanal oben, macht Clash of Clans und Dings. Ach, Mann, Pixelgum. Und ja, der hat ziemlich gute Soundqualität, eigentlich finde ich gut auf jeden Fall. Und ja, er hat auch in seinem Video halt gesagt, dass ich auch einen YouTube-Kanal hätte. Heiko LP, schaut doch mal vorbei oder so eine Kacke, hat er gesagt. Ach, nicht so eine Kacke, sorry. Ich meine, sowas Gutes, sag ich jetzt mal. Tut mir leid, ich hab gerade gesagt, so eine Kacke, Mann.
Nee, das fand ich gut, dass der das gesagt hat. Freut mich natürlich. Und ja, könnt ihr auch mal abonnieren. Und deswegen, weil er mich jetzt so, sagen wir mal, Werbung in Anführungszeichen gemacht hat oder mich erwähnt hat, fand ich das ganz nett und so. Und ja, deswegen dachte ich mir, erwähnen wir ihn auch mal und sagen, weil alle anfangen ist schwer und er soll, ja, wir, sag ich mal, geben ihm einen kleinen Schub und helfen ihm, dass er, sag ich jetzt mal, helfe ich ihm, dass er ein paar Abonnenten kriegt und so. Und ja, vielleicht mache ich dir mal eine Challenge, Plexadin, wenn du das guckst, können wir ja machen mal, müssen wir mal gucken. Und der Plexadin in seinem Video, das hat nämlich gesagt, dass er, ach komm Leute, leck mir doch einfach jetzt am Arsch, ich hol jetzt einfach mal hier alles hier raus. Er hat gesagt, dass er sich ziemlich auf den Bundesliga-Lust freut, der jetzt leider aufgehört hat. Ich weiß nicht, ich war auch so ein bisschen im Schritt, ob ich ihn aufhören soll. Boah, das ist ein Scheißangriff. Ich muss jetzt hoffen, dass ich das schaffe. Komm, Lakai! Perfekt. Ja, und... Ja, ich hau... Ja, was wollte ich jetzt sagen? Mann! Fuck. Wir müssen immer mitfiebern. Go, Baba, ankündig. Hau drauf. Zack. Es wird nix. Fackel! Mann! Das ist doch scheiße. Boah, das war so wenig. Das zählt mir zu meinen peinlichsten Angriffen. Ja, warum nicht? Alter, mein Bruder spielt drüben gerade so laut Gitarre, Mann. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Okay, er spielt gut, aber trotzdem. Danke. So, oh, geil, oh, Level 5 Magier. Und ja, nächster D-Link wahrscheinlich in der Beschreibung. Wenn ich dran denke, wie gesagt. Man, ihr kennt mich ja. Und ja. Was gibt's noch zu sagen? Achso, ich werde gleich mal hier einen Angriff einspielen, welche ich euch reinschneide, ich mit Screen plus 5 Recorder Pro aufgenommen hatte, welche ich mal reinschneiden gleich. Und ja. So, 7 Minuten der Angriff. Mit dem anderen Programm geht 3 Minuten, dann kann, wenn ich dann gleich ans Ende noch schneide, dann... Ja, ich werde dann einfach ans Ende schneiden. Ich verabschiede mich einfach dann jetzt, glaube ich, würde ich sagen, bei 7 Minuten einfach mal. Denn ihr werdet jetzt noch den Angriff von Screen plus 5 Recorder Pro sehen, da wo ich... Was ich da gemacht habe, werde ich auch in dem Angriff mal sagen. Ich habe den Magier-Angriff wiederholt. Aber schaut einfach... Ich will jetzt gar nicht... Nein, ich will jetzt gar nicht spoilern. Nein, seht ihr das schon? Nein, seht ihr nicht. Schnell weg. Ihr solltet nicht gespoilert werden, ihr werdet einfach gleich mal sehen, wie wir den Magiern... Level 4 habe ich ja den Angriff wieder... Nein, das habe ich doch auch schon mal reingeschnitten. Ah, nee, hab ich doch gar nicht. Ja, stimmt, wir haben einmal in der Folge Magier Level 4 Angriff gemacht. Und diesen Magier Level 4 Angriff habe ich nochmal wiederholt. Genau, und ja. In der nächsten Folge kommt wahrscheinlich dann die Bestrafung. Ihr schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wo ich mich echt drüber freuen, was ich als Bestrafung machen soll. Link zu Plexadin, wie gesagt, wahrscheinlich in der Beschreibung. Macht gute Videos. Und ja, ich wollte eigentlich noch irgendwas, glaube ich, zu dem sagen. Ja, und Bundesliga-News stelle ich auf. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig, vor allem du, Plexadin, weil du hast dir im Video echt gesagt, dass du dich darauf freust. Ich weiß, wie gesagt, auch, da war es stehen geblieben, genau. Echt überlegen, ob ich das wirklich aufhören soll. Und ja, und dann habe ich mir so gesagt, ja, hören wir auf, weil es wurden mehrere Mannschaften reingeschrieben. Und es waren halt auch Mannschaften, die wirklich, ich meine, es waren 4 Mannschaften reingeschrieben und das waren nur verschiedene. Und da habe ich auch 2 Likes, 3 Dislikes gekriegt. Ich habe zwar in den Bundesliga-News, wo ich gesagt habe, dass ich aufhöre, habe ich noch viele Likes gekriegt und so, wurde mir angefeuert. Ja. Aber wie gesagt, wir hören es leider auf und ja. Ja, CK wird in meinem Clan um 20 Uhr gestartet. Da ich von Mr. Wolf Fanboy erfahren schon um 20 Uhr wahrscheinlich immer so gute Gegner findet, so mit deutschen Gegnern. Ich hätte mal gekriegt, echt richtig Bock auf einen Clan-Krieg gegen einen deutschen Gegner und ja. Ich schalte jetzt noch den Angriff für den Magier rein und wir sehen uns dann morgen wieder bei Pixelgram 3D. Und morgen kommt wahrscheinlich nochmal ein Vlog mit dem Longboard oder so mit dem Mike, mit einem Kumpel von mir. Und ja, werden wir ihn einfach morgen sehen und macht's gut. Ciao. Bis bald. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wie gesagt, jetzt kommt das der Magierangriff. Tschüss. Was geht, meine Freunde? Und herzlich willkommen. Und ja, ich weiß nicht genau, wie ich das reinschneide und wie das werden wird. Ist bei euch gerade ein bisschen komisch, aber Dienstag, ich werde ja morgen erst aufnehmen, Clash of Clans, aber euch haben wir jetzt Mittwoch, wenn das Video ankommt. Aber zumindestens, ja, ich muss gucken, wie ich das reinschneide morgen. Ist ein bisschen kompliziert zu erklären, ihr wisst schon, was ich meine. Heute ist halt noch bei mir noch Dienstag, morgen nehme ich erst auf. Ich muss halt das dann morgen in die Clash of Clans Folge reinschneiden, da ich den Angriff jetzt machen möchte. Und zwar den Angriff, ich möchte den Angriff nochmal neu machen mit den Magiern. Der letzte Angriff war ja
leck mich doch am Arsch, Alter. Der letzte Angriff war ja mega das Fail. Und ja. Deswegen machen wir den Magierangriff mit den Level 4 Magier nochmal neu. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach direkt mal an zu suchen. Ich weiß jetzt so, ich muss ja am Ende dann zusammencutten. Das wird zwar mega komisch zusammengecuttet werden. Da ich jetzt ja noch nicht weiß, wie ich das morgen mache und so. Und ob ich das, ich weiß ja gar nicht, ob ich das überhaupt morgen in die Aufnahme mit reinpacke. Oder ob ich mir einfach sage, leck mich, packe ich nicht mit rein. Okay, wir wollen es jetzt nicht mit den Ausdrücken mit rein. Egal. Ja, wir vergiss es einfach, wir fangen jetzt einfach mal an mit einem Angriff. Und hier geht es mir hauptsächlich um das Dunkle. Wir werden es einfach mit dem Magier nochmal versuchen. Ich werde jetzt mal wieder so setzen, nicht ganz so gescheiter Angriffstaktik. Ach, die Klantrum wollte ich nicht setzen. Leck mich auch wieder. Ah, ich muss den Heiltrank setzen, wenn die Magier gestorben. Ich muss gerade hier richtig mitfiebern. Lauf in die. Alter. Alter Schwede, alter Verwalter. Lauft richtig. So, perfekt. Heiltrank, ganz okay, ganz okay, ganz okay. Ich möchte einfach nur das Dunkle haben. Ich möchte einfach nur das Dunkle haben. Nein. Ja, perfekt. Perfekt, Leute. Sorry, dass ich gerade nicht so viel kommentieren könnte, aber konnte. Aber der Angriff ist doch perfekt. Aber jetzt ist noch immer Bahnkönig. Geilo. Geilo. Das war... Alter Schwede. Ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass der Angriff sich so lohnen wird. Habe ich echt nicht mit gerechnet. Ich wollte eigentlich mir so versuchen, das Dunkle zu kriegen. Und ja, tut mir leid, dass der Angriff jetzt ein bisschen komisch kommentiert ist, sage ich jetzt mal. Wir gehen jetzt auf der Bahnkönig. Ich nichts mehr reißen kann. Och, du Scheiße, Leute. So. Das war der Test von den Magien Level 4. Und ja, ich werde dann morgen in die Aufnahme reinstellen. Ich habe jetzt noch Barbaren dazu genommen, die habe ich aber nur dazu genommen. Ja, da ich jetzt meine Clanburg waren und da ich das versehen gesetzt habe. Da ich jetzt morgen wieder auf jetzt online gehe, da wir schon 20 Uhr haben, will ich jetzt noch ein paar Magier ausbilden, Leute. So, ja, ich meine einfach wieder ein. Also, ich meine es ja. Ach, egal, vergiss es. Ja, ihr werdet dann irgendwie das morgen in die Aufnahme reingeschnitten bekommen. Ciao, ciao.